Big Fish Games. Blam Games. Hallo meine Lieben und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Wimmelbild-Abenteuer, wie ich natürlich sowohl am Ende von Fairy Tale Mysteries, eins der Puppenspieler, als auch am Ende nach dem Bonuskapitel bei den Credits auch bei Nightmares from the Deep 1 das verfluchte Herz erwähnt hatte, beginnt jetzt meine parallele Spielreihe zu der Nightmares from the Deep Spielreihe, nämlich die sogenannte Fierce Tales Spielreihe, die natürlich auch drei Teile beinhalten, wie ich natürlich auch schon am Ende von dem ersten Teil von Nightmares from the Deep auch schon angedeutet habe und auch schon gesagt habe bei Das verfluchte Herz. Geht es jetzt natürlich erstmal mit dem ersten Teil von Fierce Tales, das Hohne Herz, erstmal weiter, bevor dann im Wechsel wieder der zweite Teil von Nightmares from the Deep dann erscheinen wird. Um was geht es denn hier überhaupt in dem tollen Wimmelbild-Abenteuer? Ganz einfach, man kann sich das vielleicht auch schon vom Titel ableiten lassen. Das Wimmelbild-Spiel handelt natürlich von Hunden. Und wir sind natürlich auch in einer Stadt, die Hounds Point heißt. Und dort wird von einer Meute merkwürdiger Hunde, wird die Stadt natürlich heimgesucht. Diese Hunde, also die Meute halt von den Hunden, haben natürlich unsere geliebte Hündin, die natürlich auch einen Namen hat, nämlich die heißt dann nämlich Pippa, entführt haben. Und unser Ziel ist natürlich, unsere Pippa von den merkwürdigen Hunden zu befreien. Genau, das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe und da sieht man auch unsere kleine süße Pippa als Hündin. Und ja, ich würde mal sagen, hier steht auch nochmal der Stadtname Hounds Point. So heißt die Stadt, wo wir jetzt auch beginnen werden. Und ich würde mal sagen, ich lösche lieber den Spielstand aus Sicherheitsgründen, wenn ich das kann oder auch nicht, oder? Passiert. Ah ne, okay, gut. Okay, ich war mir jetzt unsicher, ob ich da jetzt schon mitten im Spiel drin bin oder nicht. Wir nehmen natürlich den entspannten Modus. Ach Gott, der Arme. Nein, wir brauchen keine Erklärung und wir können das Inventar leider nicht festigen. Schade. Oh, da ist Pippa. Hallo. Jo, bist du süß. Hallo Pippa. Du bettelst aber trollig. Bist du hungrig? Anscheinend. Oh, süß. Okay. Oh Gott, oh Gott. Okay. Gut. Schuss. Die Jagdsaison wird nächste Woche mit dem jährlichen Scharfschützenwettbewerb eingeleitet. Wunderbar! Erneut haben unsere Hunde den ersten Platz des jährlichen internationalen Training-Wettbewerbs belegt. Die Gewinner erhielten einen Geldpreis und Hundekicks. Okay, auch gut. Hochzeitstragödie. Die seltsamen Vorfälle in der Gegend halten weiterhin an. Tiere,
die wie große Hunde aussehen, greifen Pferde, Kühe und sogar Kinder aus der Nachbarschaft an. Dann sind das aber echt keine normalen Hunde mehr, die wir halt gerade gesehen haben. An seinem Hochzeitstag wurde der örtliche Bauer Terry Sherman, wahrscheinlich den Mann, den wir gerade gesehen haben, tragischerweise von diesen Hunden getötet. Krass, ey. Am Tag der Stadtväter sollte seine Vermählung mit Lily Stamford stattfinden. Was ein fröhlicher Tag werden sollte, wurde somit zu einem sehr traurigen Tag. Der Tod von Mr. Sherman und die Vorfälle, die dazu führten, haben unsere Stadt zutiefst erschüttert. Krass, ey. Solch traurige Nachrichten. Ja, leider. Eine Tragödie. Was geht in unserer Stadt vor sich? Die Hunde hier haben uns immer beschützt und jetzt ziehen sie durch die Straße und greifen Menschen an. Woher kommt diese drastische Veränderung im Verhalten der Hunde? Das ergibt alles keinen Sinn. Ich muss mehr herausfinden. Naja, wir haben ja auch gerade im Intro-Video ja auch noch gesehen, dass da ein Mann war, der so ein Horn hatte. Der kontrolliert wahrscheinlich die Hunde. Und wir haben hier auch eine Karte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon im ersten Teil uns porten können. Aber ich vermute mal nicht. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich mein Diplom erhielt. Es regnete. Ja, das tut es in Fall 7 für Möbelspiel. Entweder Regen oder es schneit. Diplom. Kynologie und fortgeschrittene Hundepsychologie. Dies bestätigt, dass Lufia die erforderlichen Kurse an der Internationalen Universität für Kynologie abgeschlossen hat und hiermit ein Anrecht auf den folgenden Titel hat: Doktor der Kynologie. Yay, ich bin ein Doktor. Wusste ich gar nicht, dass ich ein Diplom dafür habe. Auch gut. Ich habe lange das Verhalten von Hunden studiert, aber es hat mich nie verblüfft bis heute. Tatsache. Wahnsinn. Oh Gott. Die Jagdsaison ist eröffnet. Nee, das habe ich doch gerade vorgelesen. Oder? Ah, ist egal. In Anbetracht der kürzlichen Stein- und Schlamm- Rutsche raten wir allen Jägern, besonders vorsichtig zu sein. Setzen Sie sich nicht unnötigen Gefahren aus. Handeln Sie verantwortungsbewusst. Ah, ne, habe ich doch noch nicht vorhin gelesen. Okay. An alle Einwohner, seien Sie gewarnt, dass wir Meldungen von Angriffen riesiger, hundeartiger Kreaturen in der Gegend erhalten haben. Eine Meldung gibt an, dass ein Kind gebissen wurde. Wow. Aber Gott sei Dank nicht getötet worden ist von den Hunden. Aber gebissen ist auch schon heftig. Die Tiere greifen auch Haustiere an und verschleppen sie. Seien Sie vorsichtig und behalten Sie Kinder und Haustiere im Blick. Gute Vorwarnung. Hunde sind der Stolz unserer Stadt. Was geht hier vor sich? Da haben wir Hundefutter. Ich benötige etwas, um dies zu öffnen. Achso, okay. Wollen wir einen Dosenöffner? Schlechte Nachrichten. Ich studiere seit Jahren das Verhalten von Tieren, aber ich verstehe nicht, warum die Hunde plötzlich so aggressiv wurden. Man kann nicht einmal mehr das Haus verlassen und der arme Mann, der an seinem Hochzeitstag getötet wurde. Es muss einen Grund für all diese Vorfälle geben. Ich muss vorsichtig sein, aber ich muss die Ursache für all dies finden. Ja, wir fangen ja gerade erstmal an mit dem Spiel. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Du bekommst ja jetzt auch gleich was. Die Kinder vertragen sich. Wie ungewöhnlich. Hübscher Schneemann, aber sein Hutgeschmack ist seltsam. Okay. Ah ja, da ist das erste Wimmelbild. Gut, dann machen wir das auch mal. Was brauchen wir denn? Dosenöffner, 3 Knochen, 3 Münzen, Feldflasche, Blumen, Nussknackerzug, Armband, Nagel, Kompass, Buchstabe W und Pfotenabdruck. Und wie gesagt, die ganzen Gegenstände, die dort in der Liste drin sind, die sind alle gleich. Also wenn ihr mal Lust und Neugier haben solltet, die Fierce Tales Reihe auch mal selbst zu spielen und ihr mich vielleicht als Komplettlösung benutzt, die sind alle gleich.
So, da haben wir zumindest schon mal den Nagel, den ich schon mal gesehen habe. Da haben wir die Blumen. Da haben wir den Pfotenabdruck. Ich mache erstmal, obwohl. Ja, beim Zug muss ich was machen. Da muss ich eine Tätigkeit machen. Da haben wir einen Knochen. Da haben wir den zweiten. Da haben wir eine Münze. Da haben wir das Armband. Da haben wir die zweite Münze. Ah, ja. Da haben wir noch einen Kompass. Da haben wir den Dosenöffner, den werden wir auch gleich bekommen. Da haben wir den Nussknacker. Da haben wir die Feldflasche. Da haben wir den Buchstaben W. Da haben wir den letzten Knochen. Okay, mit dem Messer muss ich jetzt was machen. Ah, das hier aufschlitzen, ne? Ja, und da haben wir die letzte Münze. Und mit dem Nappen muss ich das hier sauber machen und da bekommen wir den Zug als Zeichnung. Sehr schön. Und da haben wir den Dosenöffner. Fantastisch. Ach ja, bevor ich das vergesse zu erwähnen, also wie gesagt, die First Tales Spielreihe sind nur Standard-Editionen, ne? Keine Sammler-Edition. So, jetzt haben wir aber unsere Pippa lang genug zappeln lassen. Hier bekommst du Hami Hami. Na, guten Appetit, meine Kleine. Ja, alles schön brav aufgegessen. Oh, und sie zwingt uns zu. Süß. Willst du nach draußen? Ja, sie springt einfach. Oh Gott, süß. Ich habe ein seltsames Geräusch von draußen gehört. Vielleicht sollte ich mir das einmal genauer ansehen. Okay. Da ist er schon wieder. Die haben unsere Pippa entführt. Nein, diese schrecklichen Tiere entführten meinen Hund. Jupp. Pippa entführt. Ich hörte Gebell von draußen. Als ich nah sah, hörte ich, wie jemand im Nebel in ein ungewöhnliches Horn blies. Plötzlich tauchte ein Rudel dieser schrecklichen Bestien auf und raubte meinen Hund. Es geschah so schnell, dass ich nichts tun konnte. Warum entführten sie Pippa? Und was genau sind diese hundeartigen Kreaturen? Das werden wir noch alles erfahren. Auf jeden Fall.